Rettet Peking jetzt in Sachen Evergrande erstmal die Chinesen nach dem Motto China first und die Ausländer gucken in die Röhre? Momentan sieht es so aus und das könnte noch richtig spannend werden heute an den Märkten, aber der Reihe nach. Zunächst mal die Mitteilung von Evergrande. Ja, wir werden eine morgenfällige Onshore-Anleihe, also die in Yuan nominiert ist, werden wir bedienen. Das ist natürlich eine gute Nachricht, auch wenn der Anleihekurs davon kaum profitiert hat, wie wir hier unten in diesem Evergrande-Bond-Chart sehen. Aber die Märkte haben sich zunächst mal gefreut. Da haben wir also die Mitteilung, super, wir werden also diese chinesische Onshore-Anleihe bedienen. Aber was ist mit der Dollar-Anleihe? Die ist nämlich morgen auch fällig. Dazu gleich mehr. Futures, US-Futures, Kryptos, alles gestiegen. Super, ist doch alles schick. Es geht ja vor allem um das Vertrauen in den Immobiliensektor. Morgan Stanley hatte schon gestern so eine Art Szenario entworfen. Ja, die Notenbank wird Geld in den Markt pumpen. Das ist passiert. Wir hatten jetzt 120 Milliarden Yuan sind in den Markt gepumpt worden. So viel wie seit Januar nicht mehr. Aber wer wird von dieser Strukturierung betroffen sein? Möglicherweise die Ausländer, werden wir gleich sehen. Jedenfalls haben wir hier zunächst diese Freude eben an den Märkten, nachdem klar wurde, okay, wir werden diese Yuan-Anleihe, diese Onshore-Anleihe bedienen. Aber dann ging es wieder ein bisschen zurück. Jetzt vorbörslich geht es wieder nach oben. Mal schauen, was da der Trend dann sein wird. BlackRock und HSBC hatten ja ihre Positionen in Evergrande kurz vor Ausbruch der Krise aufgestockt. Larry Fink wird jetzt nicht begeistert sein. Und gestern war ja bekannt geworden, dass Evergrande mindestens zwei Banken nicht die fälligen Zahlungen geleistet hat für Anleihen. Also das wird noch lustig. Hier sehen wir mal diese Yuan-Bonds. 232 Millionen Yuan sind hier im Feuer. Das ungefähr Pi mal Daumen durch 7. Dann hat man den Dollarbetrag. Man wird also, wie Zero Hedge hier formuliert, die lokalen Anleihehalter erstmal befriedigen und dann vielleicht Evergrande nationalisieren. Und die Ausländer gucken dann dumm in die Röhre. Das könnte sozusagen das Motto sein, wenn Sie hier hören, Evergrande ist nicht Lehman, dann können Sie immer gleich einen Schnaps trinken. Das dürfte wahrscheinlich noch öfter zu hören sein. Ob es stimmt, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist das Entscheidende jetzt, morgen wird auch eine Dollaranleihe fällig mit einem spritzigen Zinssatz von 8,25%. Respektive Zinszahlungen werden da fällig, ein Coupon wird fällig und das sind 83 Millionen Dollar, also etwas mehr als jetzt die Yuan-Anleihe. Aber wir sehen oben diese Grafik, die ich gestern im Marktflüster schon gezeigt hatte, März 2022 bis Juli 2023, da kommen erst die dicken Klopper für Evergrande, da werden die massiven Zahlungen erst fällig, da laufen Anleihen aus, die man dann bedienen muss, also das wird dann erst richtig lustig. Jetzt bedient man ein Anleihchen in Yuan, das ist ein Fliegenschiss auf Deutsch gesagt, die wirklichen Dinger kommen noch und ob Peking das alles mittragen wird, das werden wir sehen. Kylie Bass, ein bekannter Kritiker des Regimes in Peking, sagt, hier hast du jetzt das Problem, wenn morgen zum Beispiel diese Dollaranleihe nicht bedient wird, dann wäre das Zeichen an die ausländischen Investoren, eure Rechte sind uns egal, ihr könnt über die Wupper gehen, ihr springt über die Klinge. Und das würde bedeuten, laut Kylie Bass, jetzt stell dir mal vor, die chinesische Wirtschaft ist praktisch eine Einbahnstraße, da gehen die Dollars rein, aber es gehen normalerweise keine Dollars raus. Aber was aber passiert, wenn die Dollars aus China rausgehen, dann hat auch das Reich der Mitte ein richtiges Problem. Und damit hat er sicherlich einen Punkt. Schließen wir diese ganze Evergrande-Thematik ab. Wir werden sehen, und das ist die entscheidende Frage, ob die Dollaranleihe, die auch morgen, diese Zahlung, die morgen fällig ist, ob da heute noch etwas kommt. Wenn nicht, dann wird das eine heftige Geschichte. So viel mag ich prognostizieren. Wird es auch heftig bei der Fed? Werden wir sehen, it's called the Fed Game. Und wir sehen hier Shiromi, wie er fleißig druckt, aber das ist wohl erstmal vorbei. Konsens derzeit unter Analysten, und es ist ja immer gefährlich, wenn es einen Konsens gibt, ist, dass die Fed praktisch ankündigen wird, andeuten wird, wir werden bald tapern. Diese Verkündung des Taperings allerdings erst im November machen wird. Derzeit Konsens 15 Milliarden Dollar weniger, entweder pro Monat oder pro Fed-Sitzung. Pro Fed-Sitzung würde bedeuten, da die Fed-Sitzung nicht alle vier Wochen ist, sondern einen größeren Zeitspanne hat, dass die ganze Geschichte bis September 2022 laufen würde, wenn es
pro Monat wäre, diese 15 Milliarden Dollar Reduktionen, dann würde das QE auslaufen im Juli 2022. Wahrscheinlich wird man 10 Milliarden reduzieren bei den Staatsanleihenkäufen, 5 Milliarden bei den Mortgage-Backed Securities, also bei den hypothekenbesicherten Anleihen. Mehr dazu heute Abend im Marktgeflüster, unmittelbar dann vor der FED-Sitzung. Da werde ich mich dazu weiter äußern. Gucken wir auf die Märkte, 50er. Moving Average praktisch ja durchschlagen, also die 50-Tageslinie ist durchschlagen worden, dann haben wir, was den S&P betrifft, die 100-Tageslinie verteidigt, sind dann nach oben gestern zum Handelsende nochmal runter, dann ging es auf Future-Basis rauf, nachdem diese Evergrande-Meldung der Fall war. Normalerweise sind wir jetzt in einer saisonal eher ungünstigen Zeit, wie wir hier in dieser unteren Grafik sehen, ungünstig derzeit auch das, was mit den Kryptos möglicherweise passiert. Gensler von der SEC hat gesagt, also ich glaube nicht, dass es für 5.000 bis 6.000 Kryptowährungen praktisch eine Zukunft gibt. Also sollten wir Investor Protection nach oben bringen. Also er sagte faktisch, also Leute, es kann nicht 5.000 bis 6.000 Währungen geben, alleine im Kryptobereich. Das wird nicht funktionieren und das wird wohl auch nicht funktionieren. Vielleicht wird es 1 bis 2 irgendwann noch geben oder 3 vielleicht maximal, aber ich glaube eben nicht so viele Tausend. Da hat er einen Punkt, das hat Bitcoin heute Nacht und andere zwischendurch belastet. Kommen wir jetzt zum Thema Inflation, das ja auch mit der Fed verbunden ist. Team Transitory, also das Team jener, die sagen, Inflation ist ganz, ganz kurzfristig, die haben jetzt ein wichtiges Mitglied verloren, nämlich die OECD, die gesagt hat, also die nächsten 2 Jahre werden wir eine höhere Inflation sehen. Hier sehen wir mal in dieser Grafik, Shipping um 400% gestiegen, also Schiffskosten, Transportkosten seit Februar 2020. Material, Food, hier sehen wir massive Preissteigerungen, sieht jetzt hier gar nicht so drastisch aus, sind aber 40-50% etwa, nicht ganz so krass natürlich wie die Shippingkosten, aber es geht nach oben und man sagt aber dann, ja, aber dann nach 2 Jahren, dann wird es ein bisschen wieder runtergehen mit der Inflation seitens der OECD, listet hier in dieser oberen Grafik für einige Länder auf, aber wir sehen hier unten die sogenannte Pricing Power von Retailers, also von Einzelhandelsunternehmen, die Preissetzungsmacht ist so hoch wie noch nie in die Geschichte, meine Damen und Herren. Und Geschichte ist ja relativ lang, oder? Also Pricing Power haben die und dementsprechend ist da wohl noch einiges zu erwarten. Zumal jetzt gestern FedEx eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat. Sie erinnern sich, FedEx und eine Konkurrente haben ja angekündigt, die Preise zu erhöhen. 5,9% wird es ab Anfang 2022 bei FedEx mit den Preisen nach oben gehen. Jetzt hat man gestern Zahlen geliefert und die waren schwächer als erwartet. Warum? Weil man höhere Kosten für Arbeitnehmer hat und weil man höhere Inputkosten insgesamt hat. Arbeit wird also teurer. Man muss höhere Löhne bezahlen, die Kosten für die Unternehmen steigen, das drückt auf die Marge und genau das wird das Thema sein dann, mit dem wir uns in den nächsten Wochen und Monaten an den Börsen beschäftigen werden, dass die Margen schlecht sind, dass die Margen schlechter werden, dass die Aussichten für die Unternehmen schlechter werden, obwohl wir eigentlich in einer saisonal dann günstigen Börsenzeit sind, nämlich von Oktober bis Dezember. Aber da ist also Fundamentals gegen Sentiment, könnte man sagen, die werden sich hier dann einen Kampf liefern. Jetzt warnt ein großer Betreiber von Strom und Gas, nämlich Nippon Gases, sagt also, ganz Europa wird hier diese CO2-Krise zu spüren bekommen. UK, Großbritannien hat ja schon massive Probleme, in Italien steigen die Preise massiv, überall in Europa. Und jetzt hat Markus Söder von der CSU hat gesagt, ja, also ich rufe die EZB dazu auf, einen Inflationsbreak zu machen. Also hört auf mit eurer ultralaxen Geldpolitik. Er hat das so formuliert, es braucht eine Inflationsbremse der EZB und einen Inflationsausgleich. Steigende Inflation ist eine schleichende Enteignung der Bürger. Wir wollen eine Verdopplung des Sparerpauschalbetrags, Ausgleich für steigende Heiz- und Stromkosten und die Erhöhung des Wohngeldes. Ja, der Markus Söder, der scheint sich meiner Finanzkandidatur anzuschließen als Kanzler, Finanzkanzler Deutschlands. Markus, ich begrüße dich auch im Team. Allerdings trifft er da auf die Eifersucht von Marcello Fraccerino, der eben sagt, lieber Markus, okay, also er meint jetzt den Söder, nicht mich, ne? Also lieber Markus, es ist doch so, wir haben doch 2020 weniger Inflation gehabt, okay, jetzt können wir doch dann die nächsten 500 Jahre eine höhere haben. Gell? Das ist, wenn Sie gestern eine Flasche Bier getrunken haben, dann können Sie auch die nächsten
sagen wir mal, 30 Tage 10 Flaschen Bier am Tag trinken, weil sie haben ja praktisch gestern nur eine getrunken. Ne? Sie müssen ja mal den Gesamtkontext sehen. Also der Marcello, ganz großes Kino. Ne? Also da muss man sagen, Respekt. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser ganzen Energiekrisen-Thematik. Hier hat jetzt Xi Jinping gesagt, okay, wir werden jetzt im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr bauen, realisieren, also dass man da irgendwelchen ausländischen Regierungen hilft dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Aluminiumpreise jetzt auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren, weil es auch in China zu wenig Strom gibt. Und Wolfgang Reitzle, ehemals BMW, Continental, wo er auch immer sitzt als Manager, hat sehr Kluges gesagt in Sachen Energiekrise. Er weist darauf hin, dass alleine China im Jahr 2019 in einem Jahr mehr Kohlekapazität hinzugebaut hat, als wir bis 2038 überhaupt abbauen können, und zeigte, dass die Dimensionen eben ganz andere sind. Afrika wird massiv jetzt sich elektrifizieren, das heißt, der Strombedarf in Afrika wird steigen, weil die Leute eben auch so bequem wie wir aus der Steckdose ihren Strom bekommen wollen, was oft ja da nicht der Fall ist. Und jetzt sagte Reitzle, okay, das ist wie so ein Boot, da läuft vorne Wasser rein und hinten Wasser rein. Vorne haben wir ein Riesenloch, hinten haben wir ein kleines Loch. Wir kümmern uns um das Loch hinten, nämlich um unsere Energiegeschichte, indem wir uns permanent darauf fokussieren und sagen, wie kriegen wir das kleine Loch zu, ohne uns wirklich um das große Loch zu kümmern, nämlich dass China, Indien etc., Afrika, diese Dinge, die müssen wir aktiv angehen. Klar, da haben wir keinen direkten Einfluss, aber wir haben einen indirekten Einfluss. Jedenfalls sagt Reitzle, was wir tun müssen, wir müssen auf Technologie, Offenheit und Marktwirtschaft setzen. Genau das denke ich auch. Lasst die Kreativität spielen und versucht nicht von alles von oben zu regulieren, wie das derzeit ja der Fall ist. Wirklich sehr, sehr gute Aussagen aus meiner Sicht von Wolfgang Reitzle. Gute Aussagen vielleicht dann auch morgen 18.30 Uhr im Triell mit Stefan Risse. Sie kennen Stefan Risse sicherlich. Ehemaliger NTV-Moderator etc. etc. Buchautor. Und morgen 18.30 Uhr werden wir das ausstrahlen, das andere Triell, Turbulenzen an den Finanzmärkten voraus, so lautet die Fragestellung. Und noch abschließend ein Hinweis, China und seine Wirtschaftsstelle, Weltkonjunktur vor Abschwächung. Das wird uns beschäftigen, meine Damen und Herren, in den nächsten Jahren. Mein Kollege Wolfgang Müller wird Sie darüber informieren, wie ernst die Gefahr ist, die aus China ausgeht. Ich werde diesen Artikel unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste. Machen Sie es gut. Ich sage Servus und Ciao.